Es riecht noch immer beißend nach verbranntem Kunststoff. In der Siegfried-Flack-Straße 43 in Altenburg waren letzte Nacht 70 Menschen in Lebensgefahr, die vor Krieg und Verfolgung Schutz in Deutschland gesucht hatten, weil hier jemand Feuer gelegt hat. Die beiden Kinderwagen waren im Treppenhaus abgestellt, im Erdgeschossbereich. Und diese sind schnell in Flammen aufgegangen. Das ist für die Anwohner sehr gefährlich, da solche Rauchgase nach ein, zwei Atemzügen schon dazu führen können, dass man ohnmächtig wird. 10 Bewohner mussten mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. 6 Frauen, 3 Männer und ein Baby, keine 2 Monate alt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 20.000 Euro. Die Bewohner der Erdgeschosswohnungen müssen umquartiert werden. Die anderen konnten wieder zurück in ihre Räume. In dem Haus wohnen Menschen aus Syrien, Afghanistan, Somalia und Eritrea. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir ermitteln hier in alle Richtungen. Zum einen prüfen wir, ob das Feuer durch Brandstiftung von innerhalb gelegt wurde, sprich durch Hausbewohner, oder ob es von außerhalb kam. Ein fremdenfeindlicher Bezug wird auch geprüft. Die Polizei Altenburg sucht dringend Zeugen. Bei der Kriminalpolizei Gera wurde ein Hinweistelefon eingerichtet. Die Rufnummer ist auch auf den Internetseiten von MDR Thüringen zu finden.